Wir freuen uns auf den Frühling in Lohr am Main. Endlich wieder entspannt bummeln gehen, das Angebot in vollen Zügen genießen und sich etwas gönnen. Bis bald aus der Schneewittchenstadt Lohr am Main wünschen die Mitglieder der Lohrer Werbegemeinschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 33. Ausgabe von Schneewittchen TV. Am Mittwoch fiel der Entschluss im Lohrer Stadtrat. Die neue Markthalle im ehemaligen Kupschgebäude in der Lohrer Innenstadt kommt, die vier Linden davor müssen weichen. Während sich die Räte im Stadt- und Umweltausschuss über den Nutzen der Markthalle, die vom Reichenberger Start-up-Unternehmen My Local Farm betrieben wird, einig waren, kam es bei der Debatte zur Fällung der vier Lindenbäume zu hitzigen Diskussionen. Unter anderem die grünen Stadträte Mathilde Lembach und Clemens Kracht plädierten auf eine Erhaltung aller vier Bäume. Ebenso äußerte sich der Lohrer Bauhofleiter Peter Bechold. Da neben dem Vertrieb von regionalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und einer Vinothek auch eine Außengastronomie entstehen soll, sprachen die zukünftigen Betreiber von einem tragischen, aber zu ertragenden Opfer. Für das Café, das im Bereich der Linden entstehen soll, sei durch das Herabtropfen des klebrigen Honigtaus, das von Blattläusen im Sommer produziert wird, ein Fällen unumgänglich, so die Betreiber. Bürgermeister Mario Paul sprach dann auch von einem Vertrauensvorschuss für die zukünftigen Betreiber und war für eine Realisierung des Projektes. Mit 7-4 Stimmen wurde das Fällen der Bäume beschlossen. Die Stadt wird die Kosten übernehmen. My Local Farm wird eine Überausgleichbepflanzung mit dem Faktor 2:1 einbringen und sich mit 10.000 Euro Kosten am Aufwand der Stadt beteiligen. Wo alternativ die Bäume gepflanzt werden sollen, ist bisher nicht bekannt. Wir hatten dazu bereits vor der Sitzung mit dem Vorsitzenden des Ortsverbandes des Bund Naturschutz, Thorsten Ruf, einen Termin am Marktplatz ausgemacht. Direkt im Anschluss seht ihr seinen Kommentar aus ökologischer Sicht. Über die Schulter geschaut habe ich dem Lohrer Maler Richard Kuhn, einem echten Lohrer Original. Ich war zu Gast in seiner Werkstatt und dort hat er mir berichtet, wie er auf die Inspiration seiner mittlerweile berühmten Porträts kam. Lasst euch überraschen. Am 25. Februar findet der Lohrer Mopperfasching auf Schneewittchen TV statt. Und ich war zu Besuch bei den Nachtschwärmern, die eigens für die Gattetänzerinnen in den Vorbereitungen stecken. Im vierten Teil von Fit und Gesund mit Sven Ahmend zeigt euch der Fitnesscoach Übungen für den Rücken. Viel Spaß in der Sendung. Es geht um den Erhalt der vier Linden am Marktplatz in Lohr. Hier soll ja eine Markthalle etabliert werden, was ich persönlich sehr wichtig finde. Könnte einen großen Mehrwert für Lohr bedeuten, wenn wir hier an zentraler Stelle regionale Produkte verstärkt einkaufen könnten, neben den ja schon jetzt aktuell existierenden Mittwoch- und Samstagmarkt. Im Zuge dessen ist aktuell geplant, dass auch diese vier am Marktplatz befindlichen Linden gefällt werden sollen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob das wirklich notwendig ist. Das wird durchaus kritisch betrachtet, die Thematik. Wenn man die Linde erstmal generell als Baum betrachtet, das kann ein sehr alter Baum werden von bis zu 1000 Jahren, 40 Meter hoch, 30 Meter Kronendurchmesser. Wenn man die vier Linden hier mal anschaut, da sieht man eigentlich ziemlich schnell und direkt, dass eigentlich der Standort für diese Bäume eigentlich nicht perfekt gewählt ist. Der Abstand zur Mauer ist gerade mal 3 Meter. Der Wurzelraum unten drunter ist eben auch extrem eingeschränkt. Wenn man von hinten schaut, sind die Äste auch extrem eingekürzt. Er wird sowieso ständig eingekürzt, wenn man genau mal schaut, von oben und von der Seite. Nichtsdestotrotz wäre ich natürlich auch aus dieser ästhetischen Sicht hier, gerade im Sommer ist es natürlich ein schönes Bild mit den Linden, dafür, dass man mindestens die zwei äußeren Linden erhält. Na, weil die sind einfach dann doch ortsbildprägend. Wichtig wäre auch, wenn man die Bäume entfernt, aufgrund dessen, dass man hier ein höheres Ziel verfolgt, dass man das Ganze natürlich auch ausgleicht. Das heißt, durch das Pflanzen von Bäumen an anderer Stelle. Wenn man jetzt nochmal die ökologische Sicht betrachtet, welchen Wert haben denn die vier Bäume für den Umwelt- und Naturschutz? Klar, haben die natürlich eine Funktion als Luftspender vor allem, aber wenn man jetzt wirklich mal schaut, ist es wirklich ein Biotopbaum oder geht es um Biotopbäume? Nein, das sind circa 60 Jahre alte Bäume, die keine Spalten oder Höhlen
aufweisen, also auch nicht für höhlenbrütende Vögel oder Fledermäuse geeignet sind aktuell. In seiner Werkstatt an der Ludwigstraße arbeitet mit Richard Kuhn ein echtes Lora-Original. Der sympathische Maler hat immer eine humorvolle Geschichte parat. Und jetzt ist Zeit, ihn mal persönlich zu besuchen. Richard Kuhn, hallo. Ich grüße dich. Was für eine Ehre, dass ich dich heute in deiner Arbeitswerkstatt besuchen darf. Schön, danke. Du bist tatsächlich, das ist kein Klischee, wenn man hier reinkommt, immer beim Malen. Jeden Tag. Jeden Tag? Ja, fast. Ja, eigentlich jeden Tag. Das heißt, du hast hier verschiedene Ecken, wo du dann deine Bilder machst? Ja, hier überall an der Wand, klar. Jetzt runter. Klar. Schauen wir uns gleich mal um. Ja. Und wenn ich meinen Tag nie arbeite, dann werde ich hibbelig. Dann wirst du hibbelig. Ja, was machst du dann? Mal. Klar, ja, das geht nicht anders. Richard, seit einer großen Ausstellung in der Lora Stadthalle kann man schon sagen, du bist in aller Munde, auch bei Leuten, die sich vorher gar nicht für Kunst interessiert haben. Das war schon ein Coup, oder? Ich fand es sehr schön, ja. Das ist ja mein Hobby, die Stadthalle. Also ich möchte, dass da Ausstellungen stattfinden, weil es sich wirklich anbietet. Ne? Die museale Strukturen, die da sind, das ist richtig gut und es wird so langsam, wird so angenommen und wir wollen es auch weitermachen. Du hast eigens für die Stadthalle Bilder gemalt. Ja, ja. Mehrere sogar. Ja. In der Größe her, dass sie wirklich genau das Format dann auch haben, dass man es leuchten die kann. Die im Kaffee hängen, die Kaffeedamen, wie sie genannt werden. Speziell, weil die Wand war wichtig, also der Untergrund. Und dafür habe ich ganz zurückhaltende Bilder gemacht. Und das passt und kommt auch gut an. So. Und eben das Große, das im Fenster hängt, das als Hingucker und als, ja, dass man wahrnimmt, dass da Ausstellungen sind und so, das hängt auch noch. Das ist auch okay. Und das sind jetzt die Standardwerke. Standard ist bei dir gar nichts. Das ist natürlich alles ein Unikat, aber das sind so die Bilder, die du dann auch verkaufst. Die kleinen, so, das ist eigentlich so mein täglich Brot, weil die kann ich relativ günstig verkaufen. Und bei großen ist es natürlich immer schwieriger, das ist klar. Und deswegen mache ich die kleinen. Und vor allen Dingen ist es auch, das macht riesig Spaß, so kleine. Gehen relativ schnell, gestisch gemalt und macht riesig Laune. Ja. Jetzt sind deine Damenporträts natürlich absolut herausstechend für dich. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wie kamst du denn dazu? Das erste war eine Nachfrage nach einem Porträt. Dann habe ich gesagt, okay, ich versuch's mal. Und dann habe ich ja Spaß daran gefunden und am Porträt malen. Und dann für die Damen speziell, da habe ich dann so ein Erlebnis gehabt. Und zwar war ich bei einem Freund, der war in Paris und der war in der Modelszene und da habe ich da diese Mädchen kennengelernt und habe festgestellt, wie einsam die eigentlich sind. Die sind voll im Licht, voll im Fokus der Öffentlichkeit und ganz kurz und dann sind sie alleine und einsam und das wollte ich dann immer mal aufs Bild bringen und so. Das war für mich wichtig. Und daraus sind dann die Models entstanden, die ich gemalt habe. Und seitdem hänge ich da fest, ne, mit Porträts und solchen Sachen. Das ist ein total weites Feld. Das heißt, auf deinen berühmten Porträts sieht man deine Imagination der Pariser Models, die du damals gesehen hast. Ja, das sind alles Bilder, die aus dem Gedächtnis gemalt sind. Also ganz selten mal, dass ich eine Vorlage nehme aus dem Internet oder irgendwas, wenn es um eine spezielle Stellung geht oder einen Winkel. Ansonsten male ich mir die Frauen, wie ich sie mir vorstelle. Das würde jeder gerne, aber du hast das Talent dazu. Wann begann denn das? Wann war denn das in Paris, wo du erstmals dieses Porträt gestoßen bist? Mitte der 90er war das so. Da war ich öfter da, habe ich einen Freund, der hat in dem Geschäft gearbeitet, also der war in der Modelagentur. Und da bin ich damals, habe ich den oft besucht, partymäßig, klar. Und da habe ich das eben so kennengelernt, diese Welt, diese absolut irre Welt, die surreale Welt der Models und der Mode und ziemlich schnelllebig und auch nicht wirklich schön, so wirklich sagen. Und was anderes als deine Porträts malst du gar nicht mehr, weil früher war es ja doch auch vielseitiger noch, aber du sagst, du hast dich da komplett drauf konzentriert. Meistens mal, aber irgendwann habe ich es dann oben stehen, dann muss ich wieder abstrakt malen. Aber das ist wirklich nur zur Entspannung für mich oder so, mache ich schon auch noch. Das ist jetzt nicht weg oder so. Das kommt immer drauf an. Ich habe manche Ausstellungen, da mache ich dann abstrakte Bilder,
die dann einfach auch besser passen. Und das ist mir auch, das, ich komme ja daher vom abstrakten Malen. Und das und da, die Bilder sind ja eigentlich auch irgendwo abstrakt. Das ist halt die Form, sind die Gesichter und die Köpfe und so. Aber wenn du dazwischen guckst, das ist eigentlich abstrakte Malerei. Wird halt in eine Form gebracht, die jeder kennt und so. Richard, wir haben uns ja früher schon öfters mal über Kunst unterhalten und da habe ich dir ja auch mal die Frage gestellt, beziehungsweise ich wusste von dir, dass viele Bilder rüber nach Amerika gehen. Das ist eigentlich mit deinem Hauptgeschäft, ja. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Wie kam es denn da dazu? Das übers Internet eben. Und da gibt es eben diese Plattformen, auf denen man Kunst verkaufen kann. Die wickeln dann für dich die ganzen Logistikgeschichten ab. Und es ist hauptsächlich in angloamerikanischen Ländern, England, Australien, USA. Deutschland, Europa relativ wenig. Ich weiß nicht, an was das liegt, kulturelle Geschichte ist oder so, aber da geht es meiste hin, ja. Aber in Amerika sind die coolen Porträts absolut gefragt. Ja, ja, klar. Also ich würde mal sagen, von 10 geht 1 nach USA, umgekehrt, von 10 nach 9 nach USA, 1 Europa oder so. Mal gucken, mehr ist das nicht. Und ja, und die kaufen das einfach, offensichtlich haben sie das Geld. Das ja, oder der Name hat sich da drum gesprochen. Ja, das kann sein, ja. Gut, ja. Wenn ich mir jetzt mal so ein Porträt anschaue und ich sehe dich ja wirklich oft in der Werkstatt hier, wie lange brauchst du, was kann man sich da vorstellen ungefähr, wie lange brauchst du für so ein Porträt, bis es gestaltet ist? Ich meine, ich muss nochmal dazwischen haken, da hängen jetzt mehrere. Arbeitest du an mehreren gleichzeitig dann oder machst du eins fertig? Magst du? Meistens an mehreren gleichzeitig, weil eins von Anfang bis zum Ende durch, das haut nicht hin. Da hast du zu viele Ideen dann auch. Da muss ich aufhören, dann mache ich am anderen weiter. Und manche Kandidaten, da brauche ich 2 Wochen, manchmal länger. Manchmal scheitere ich auch total, dass ich komplett neu anfangen muss. Aber es kann auch passieren, dass so ein Teil in einem Tag mal fertig ist, wenn es läuft. Und das kann man nicht beeinflussen. Also ich kann das nicht beeinflussen. Das ist viele Faktoren, keine Ahnung. Energie wichtig und ja, manchmal passt es. Aber meistens läuft das so, ich könnte gar nicht sagen, wie lange ich jetzt für das oder das oder das gebraucht habe, weil es immer so nebenbei läuft. Kommt es weg, kommt das nächste hin und so entwickelt sich die Geschichte dann. Wie bist du überhaupt in die Kunstszene gekommen? Viele Lora kennen den Richard ja sicherlich noch auch als Betreiber von, glaube ich, 2 verschiedenen. Einmal in Framersbach hast du ja, das war mehrere, klar. Ja. In Lohr dann auch zuletzt am Marktplatz. Ja, Felsenkeller, Wombach und ja. Okay. Genau, und wie kamst du zur Kunst dann? Also Kunst war schon immer ein wesentlicher Bestandteil in deinem Leben. Ich habe immer schon gezeichnet und aquarelliert und so für mich. Und irgendwann kam die Frage auf, was tun, weil Gastronomie, das war nicht so meine Welt. Und dann habe ich ja an verschiedenen Sommerakademien teilgenommen, auch urlaubstechnisch so. Und da kam eine Frau auf mich zu und sagte, warum machst du nicht ein Atelier auf und arbeitest professionell so? Oder versuchst das? Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich. Ne? Und dann, das war 86, hatte ich das erste eigene Atelier. Seitdem arbeite ich eigentlich voll durch. Jetzt bist du ja schon im Rentenalter, aber ans Aufhören denkst du nicht? Nein, gar nicht. Das geht einfach nicht. Nee. Also ich muss arbeiten. Ne? Das ist wichtig. Jetzt sehen wir hier nicht nur deine Gemälde, im Hintergrund ist auch Packpapier. Das heißt, du malst nicht nur, bist nicht nur der Künstler, sondern die ganze Logistik, die Verschiffung nach Amerika, das übernimmst auch alles du? Ja, das muss ich machen, klar. Ich kann mir niemand leisten, das so viel kommt da wieder nicht rüber. Ne? Und das Verpacken und so, das geht, das kann man machen. Und dann Zollabfertigung, solche Geschichten, das muss man sich drauf arbeiten, aber das funktioniert, das geht mittlerweile ganz gut, ja. Nur ist es im Augenblick schwierig, weil die Preise einfach so in der Logistik so angezogen haben, dass es bezahlt ja keiner mehr. Das ist von 200, um mal eine Zahl zu nennen, auf fast 900 Euro gestiegen. Ja, liebe Zuschauer, hier in der Ecke der Künstlerwerkstatt habe ich eine Gitarre entdeckt, so wie sich so ein Richard gehört, bespritzt mit Farbe von oben bis unten. Du bist auch Musiker? Ja, ich bin Freizeitmusiker, ja, sagen wir mal so. Ich arbeite noch an meiner Karriere als Rockmusiker wahrscheinlich. Jetzt habe ich ja gerade versucht, dich zu motivieren, für uns was zu spielen, aber da lässt du dich nicht überreden. Nee, das ist das machen wir jetzt nicht öffentlich hier. Ich bleibe bei der Malerei und das ist mein Entspannung und das macht das. Aber wenn du da eine Gesellschaft hast, wenn deine Familie kommt, dann greifst du schon mal da in die Seite rein. Äußerst selten. Nach der 2. Flasche Wein vielleicht so. Aber das ist das Ergebnis auch dementsprechend. Das ist okay. Letzte Frage noch. Dein Alter braucht keinen zu interessieren. Du bist wie ein junges Reh hier noch unterwegs. Ja, ja. Aber in 10 Jahren Atelier Kuhn
Und die Künstlerwerkstatt hier, die gibt's noch? Ja, das Ziel ist offen, ne? Also bis zum letzten Tag wirst du hier? Ja, klar. Solange ich arbeiten kann und mich bewegen kann, werde ich machen. Natürlich, klar. Das ist das Schöne in Lohr. Es gibt noch echte Originale, die auch versprechen, bis zum Schluss hier für Lohr noch die Kunstwerke zu fertigen. Ja. Könnt mich hier raustragen, wenn ihr Lust habt. Richard, vielen Dank, war absolut schön bei dir. Und irgendwann husche ich im Sommer mal rein und vielleicht kriege ich dann doch mal mit, dass er Gitarre spielt. Ja, können wir schon mal machen. Ohne Kamera. Eigentlich hatten sich die Faschingsrecken der Lohrer Mopper in diesem Jahr viel vorgenommen. Die Prunksitzung sollte ganz groß in der Stadthalle ausgetragen werden. Doch Corona hat den Karnevalisten erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ganz ausfallen wird der Mopper-Fasching auch in diesem Jahr nicht. In der musikalischen Schmiede von Reinhard Breidenbach haben sich Arno Schmidt und Günter Lutz von den Nachtschwärmern eingefunden, um ein Lied für die Gattetänzerinnen zu komponieren. Diese werden sich zu Hause selber filmen und daraus ein Video erstellen, das wir euch in unserer Sondersendung am 25. Februar präsentieren werden. Wir Mopper wollen's probieren, einmal ganz groß sein, was gibt's da zu riskieren, die Stadthalle muss sein, das Pfarrheim ist zu klein. Die Planung lief normal, Corona bremst uns aus, das war gar nicht gut, der Faschingstraum ist aus. Wann hört das wieder auf? Ja, ich will noch gar nicht so viel verraten, wie es da weitergeht, denn wir haben natürlich nach dem letzten Jahr von unserem Couch-Fasching umgestellt für dieses Jahr auf ein Video, auf eine Tanzaufführung. Und was da alles zu sehen ist, wie sich unsere Trainerinnen Gedanken gemacht haben, um den Aktiven was Tolles anzubieten und ein tolles Video zu erstellen, das seht ihr, liebe Zuschauer, am 25. Februar in der Sondersendung zum Fasching der Lohrer Mopper. Herzliche Einladung dazu. Bis bald. Hallo liebe Zuschauer vom Schneewittchen TV, ich hoffe, die letzte Übung hat euch gut getan und gut gefallen. Und aufbauend darauf möchte ich euch heute eine Rückenübung zeigen, wie ich meine Wirbelsäule kontrolliert kräftigen kann. Die Wirbelsäule wird in drei Segmente unterteilt. Das ist einmal die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule und eben die Lendenwirbelsäule. Die Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule sollen natürlich mobil sein und die Lendenwirbelsäule stabil. Wir haben leider verlernt, unsere drei Segmente unabhängig voneinander zu bewegen. Mach doch ganz einfach mal den Test und versuch nur, die Brustwirbelsäule anzusteuern, ohne dass die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule sich großartig bewegt. Bei dieser Übung gehen wir direkt in den Vierfüßlerstand. Das heißt, wir gucken, dass das Handgelenk unter der Schulter ist, die Knie unterhalb der Hüfte. So, jetzt ist wichtig, dass ich kontrolliert, die Wirbelsäule, das zentrale Nervensystem, möchte immer Kontrolle haben. Habe ich eben Kontrolle über meine Wirbelsäule, somit schließe ich auch die Rückenschmerzen aus. Wenn du dich in der Tischposition befindest, dann senken wir zuerst den Kopf, um die Halswirbelsäule anzusteuern. Und gehe von der Halswirbelsäule über in die Brustwirbelsäule, indem dass ich mich jetzt richtig nach oben schiebe. Wenn ich die komplette Brustwirbelsäule aufgebeugt habe, gehe ich langsam Wirbel für Wirbel, schaut genau hin, Wirbel für Wirbel in die Lendenwirbelsäule.
wenn ich jetzt von der Lendenwirbelsäule unten am Becken angekommen bin, jetzt kippe ich dann nochmal zum Schluss das Becken und tue mich direkt nach oben aufbeugen. Von dieser Position an versuche ich mich wieder Wirbel für Wirbel langsam und kontrolliert über die Kraft nach hinten aufzustrecken. Nicht zu schnell. Hier ist wirklich wichtig die Kontrolle und das Ganze passiert alles über die Kraft. Bei dieser Übung müsst ihr darauf achten, dass ihr das Ganze wirklich aus der Kraft heraus macht und dass, wenn ich in der Tischposition bin, dass ich über die Rückenmuskulatur meinen kompletten Rücken aufstrecke und das Kinn nach oben ziehe. Und in der anderen Richtung drücke ich praktisch meine Bauchmuskulatur nach oben, die gegengesetzte, und versuche über die Kraft natürlich kontrolliert alles nach oben zu schieben. Die Dauer für diese Übung liegt bei so 3 bis 5 Wiederholungen. Macht aber diese Übung nicht zu schnell, wirklich schön langsam kontrolliert über die Kraft. Und das Ganze natürlich auch 3 Sätze. Ich hoffe, euch hat die Übung gut gefallen und wird euch auch gut tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eine Flasche Stadtsekt aus dem E-Sender hat Brigitte Kohlhepp gewonnen. Herzlicher Glückwunsch! Die Antwort lautete, es handelte sich bei unserem gesuchten Exponat aus dem Fahrzeug- und Technikmuseum in Neuendorf-Nantenbach um die Original 125er MZ-Rennmaschine von Ernst Degner. Die Frage unserer heutigen Sendung lautet, was inspirierte Richard Kuhn zu seinen Frauenporträts? Die richtige Antwort wieder an info@schneewittchen.tv. Wenn ihr Ideen zu spannenden Beiträgen für unsere Sendung habt, aus Schulen, Kindergärten, Vereinen oder Privatpersonen, wenn ihr interessante Leute kennt mit interessanten Hobbys, info@schneewittchen.tv. Wir kommen vorbei und berichten. Und nicht vergessen, unser Faschings-Spezial am 25. Februar mit den Lora Mobbern. Und der Elvis, der ist sehr aufgeregt, den habe ich nämlich hier schon in ein paar Luftschlangen gehüllt. Und anscheinend ist er jetzt so abgelenkt, dass ich mit ihm gar nichts mehr machen kann. Komm doch mal hoch hier. Und ich würde sagen, bevor der Elvis sein Leckerli kriegt, gib ihm einen Kuss. Und ich sag hello, wir sehen uns am 25. Februar zur Sondersendung mit den Lora Mobbern.